Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir wollten euch heute mal unsere Love Story erzählen. Wir haben uns kennengelernt, wie sind wir zusammengekommen und wie lange sind wir schon zusammen, alles so rund um unsere Beziehung. Ich hoffe, euch gefällt's und ich würde sagen, wir legen direkt los. Viel Spaß! Also, wir haben uns kennengelernt vor 4,5 Jahren. Hm. Ziemlich genau 4,5 Jahre jetzt. Das war am 2014 November. November 2014. Da kamen Tribute von Pan raus, wer den Film kennt, im Kino. Und ich war mit meinen Freunden im Kino. Wir sind mit dem Bus gefahren, weil ich halt selber auch noch 14 Jahre alt war und noch keinen Führerschein hatte. Beide 14. Und dann sind wir, also ich und meine Freundin, da gehörte sie zu dem Zeitpunkt ja nicht zu. Nee. Also wir kannten uns zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht, nur dass wir halt fast, also unsere, wo wir gewohnt haben, die Dörfer waren halt nebeneinander. Genau, und wir waren im gleichen Konfirmandenunterricht. Genau, im gleichen Konfirmandenunterricht, aber nicht so, dass wir halt wirklich in einer Gruppe waren, sondern die Gruppe war sozusagen auf zwei gespalten. Ja. Und er war halt in einer und ich war halt in der anderen. Aber die Gruppen haben ganz, ganz oft was zusammen gemacht. Ja. Und so haben wir uns halt öfters mal gesehen, aber halt nicht, überhaupt nicht wahrgenommen und so. Genau, und wir waren auf einer gleichen Schule, nur mit zwei Standorten. Sie war auf einer und ich auf der anderen Schule. Genau, das gleiche wie mit dem Konfirmandenunterricht. Ja, genau. Aber auch die Schulen haben ganz, ganz viel zusammen gemacht, weil es halt eben eine Schule war, nur in zwei Standorten. Und da haben wir auch ganz, ganz viel zusammen gemacht, aber man hat sich halt irgendwie nie so wirklich beachtet und so. Und stimmt hier bei der Konfirmationsfahrt, der Konfirmfahrt. Ja, genau. Dann haben unsere Konfirmandenunterrichte nämlich eine Freizeit sozusagen gemacht und da war ich sogar mit meinen Freundinnen nur zwei Zimmer weiter als er mit seinem Freund. Aber haben uns halt wirklich nie wahrgenommen. Wir haben uns nie wahrgenommen. Also er mich ein bisschen mehr und ich war sogar einmal in seinem Zimmer drin, weil die haben so laut Musik gehört immer und dann waren wir Mädels immer drüben sozusagen bei denen, aber ich habe das nie so wirklich wahrgenommen und nie so richtig kapiert und ja, dann haben wir uns halt nach dem Kino gesehen, aber da kann ich nicht erzählen. Also wir waren halt mit dem Bus zum Kino gefahren, auf der Hinfahrt sind wir nicht zusammen gefahren. Da haben wir uns nicht gesehen. Ne? Genau, ich habe sie dann mit ihrem ehemaligen Freund da vor dem Kino sozusagen gesehen, auf dem Busparkplatz. Ne? Ja, ich habe mich mit meinem Ex-Freund da getroffen und da haben wir uns gerade verabschiedet. Und ich bin aber mit dem gleichen Bus zurückgefahren wie Felix eben. Ja. Und dann hast du mich eigentlich das erste Mal so im Bus wahrgenommen? Also man muss dazu sagen, ich habe ein paar Tage vorher habe ich ihn auf Instagram gesehen. Stimmt. Da habe ich einfach beim Durchgucken habe ich einfach ihn gesehen und habe dann gesehen, dass er aus der Nähe kommt. Und mehr habe ich eigentlich, hab ein paar Bilder von ihm geliked und sonst eigentlich nichts. Also einfach nur so ihn gesehen auf Instagram und gut war. Und dann habe ich ihn eben im Bus gesehen. Und ich saß direkt hinter dem Fahrer und er saß hinter mir direkt mit seinen ganzen Kumpels halt in so einer Sitzgruppe. Ja, genau. Und dann sind wir gefahren und du hast halt immer auf mich geachtet, wie du gesagt hast, ne? Ja, also du ja nicht so, ne? Ich hab dich ja gar nicht gesehen. Ich hab sie ja erst gesehen, als sie rausgegangen ist. Ja. Weil da, nee, wo du eingestiegen bist, ne? Nein, wo ich ausgestiegen bin. Ich bin zwei Stationen vorher. Drei. Aber, drei Stationen vorher ausgestiegen. Und da hat mein ehemaliger bester Freund zu dem Zeitpunkt, weil die kannten sich, die waren im gleichen Konfirmandenunterricht und auch in der gleichen Schule. In der gleichen Klasse auch. Und also sein bester Freund war damals in meiner Klasse und deswegen kannte er mich halt. Genau. Und der ist dann beim Aussteigen von Maggie hat der zu mir gesagt, guck mal, da ist Maggie, die war mal in meiner Klasse. Und da habe ich sie das erste Mal gesehen und auch wahrgenommen. Ja, und als ich rausgegangen bin, hat er mich angelächelt und da war vorbei für mich. Das war, also ich kann wirklich sagen, es gibt Liebe auf den ersten Blick. Und das war genau in dem Moment. Also ich bin ausgestiegen, habe die ganze Busfahrt habe ich nur über ihn über ihn nachgedacht. Ihm zugehört, beim Quatschen und so, wie er mit seinen Freunden gesprochen hat. Und dann bin ich ausgestiegen und er hat mich so, wie gesagt, angelächelt. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und hatte dann noch Streit mit meinem Ex-Freund an dem Tag. Und dann war ich aber sowieso nur noch bei Felix. Also meine Gedanken waren nur noch bei Felix. Ich habe dann ihn auf Instagram nochmal gestalkt und alle Bilder geliked, damit er so ein bisschen aufmerksam wird, ne, auf mich. Und
dann hast du mich ein paar Tage später angeschrieben. Ja, ne? Genau, weil ich das ja gesehen habe, dass sie mir alle so viel Fotos von mir geliked hat und halt auch wirklich so, ja, mich beobachtet hat, so auf Instagram. Und dann habe ich halt geguckt, okay, wer ist das? Und habe so gesehen, okay, ich kenne sie, woher kenne ich sie? Und dann habe ich ihr geschrieben, woher kenne ich dich? Oder hallo, woher kenne ich dich? Ja. Und von da an sind wir dann ins Gespräch gekommen und dann hat ja alles seinen Lauf genommen. Ne? Ein paar Minuten später haben wir Nummern ausgetauscht. Ja. Und dann, haben uns irgendwann das erste Mal getroffen und dann, ja. Ja, also das war Ende, das war 20. 23. November ungefähr, ne? Um Mumbai und dann war am 9.12.2014 sind wir dann zusammengekommen. Ja, da haben wir uns noch getroffen an dem Tag. Das erste Mal, ne? Wir haben uns das erste Mal getroffen an dem Tag bei Lidl. Oder? Nein, wir doch. Ich bin nach Hause gefahren. Ja, aber wir haben uns nicht bei Lidl getroffen, wir haben uns beim... Wir haben ein Treffen ausgemacht, es war sehr dunkel, weil es war ja Winter. Und dann bin ich mit dem Fahrrad... wir haben sozusagen in der Mitte getroffen, einfach erst mit dem Longboard gekommen. Du bist... dein Papa hat dich gefahren. Stimmt, mein Papa hat mich gefahren, weil es schon so dunkel war, genau. Genau, und ich bin mit dem Longboard gekommen. Ja. Und dann hab ich dich im Nachbarort sozusagen getroffen. Und dann sind wir spazieren gegangen und dein Papa hat dich dann später bei Lidl abgeholt. Ja. Ja, und das war so süß. Er hat sich richtig fein gemacht. So richtig schön, also mit seinen Haaren und so hat sich ganz, ganz fein gemacht. Und das war ganz komisch, sich das erste Mal so zu treffen. Wenn man schon die ganze Zeit so geschrieben hat, über eine Woche, ne, hat man die ganze Zeit so geschrieben und sich kennengelernt sozusagen. Und dann, hier haben wir uns getroffen. Der erste Satz zu ihm war, das ist aber ein cooles Ding, zu seinem Longboard. Mhm. Das weiß ich nur ganz genau. Und dann sind wir spazieren gegangen. Seine Freunde, er war mit seinen Freunden da. Nee, ich war nicht mit meinen Freunden da. Ich bin hingefahren und dann kamen die da auch mit dem Longboard und, vorbei. Und weil du ja zu spät kamst, habe ich halt die ganze Zeit mit meinen Freunden mich noch rumgefahren. Und dann habe ich dir geschrieben, dass ich da war. Genau, dann bist du gekommen. Ja. Bin ich dann von der anderen Richtung, weil ich dann einfach noch rumgefahren bin, weil du kamst 20 Minuten zu spät oder so. dementsprechend bin ich dann erst rumgefahren und bin dann halt später, sobald sie geschrieben hat, dass sie da ist, mit dem Longboard hingekommen. Ja. Ja, und dann sind wir spazieren gegangen und seine Freunde sind so ein paar Meter hinter uns immer hinterhergelaufen. Total süß. Und dann haben wir bei Lidl einfach so ein bisschen gequatscht, auf dem Parkplatz noch so ein bisschen gequatscht. Und dann hat mein Vater mich wieder abgeholt. Felix hat sich nicht getraut, ihm Hallo zu sagen. Doch, ich hab Hallo gesagt. Ja, aber du hast schon Angst gehabt. So ja, klar. Wie man halt mit 14 ist, wenn der zukünftige Schwiegervater, was man da ja noch nicht wusste, aber... Nee. Da hat man einfach mit 14 Bammel. So, heute wäre das kein Problem. Ich meine, ich arbeite im Einzelhandel. Ich kann auf jeden zugehen und mit jedem quatschen. Ja, auf jeden Fall bin ich dann nach Hause gefahren. Und dann am Abend sind wir zusammengekommen. Ich habe ihn dann gefragt. Ich weiß nur ganz genau, ich saß oben am PC. Dann haben wir geschrieben und dann habe ich ihn gefragt. Das war eine ganz lustige... Diskussion, ne? Ja. Ja, wollen wir denn? Und ja, wir haben uns aber erst einmal gesehen. Ja. Ja, wir waren halt 14. Ja, man war dann noch sehr kindisch und einfach, sage ich jetzt mal, was sowas betrifft. Oder kompliziert eher als einfach. Aber man sieht ja, es hat bis jetzt 4,5 Jahre gehalten. Wollte ich gerade sagen. Im Endeffekt war es genau das Richtige sozusagen. Und da, zu dem Zeitpunkt, hätte ich nie gedacht, dass wir irgendwie so lange zusammenbleiben und jetzt sogar ein Kind miteinander haben. Das hätte ich niemals gedacht. Aber man sieht ja, es passt einfach. Ja, so sind wir zusammengekommen. Ja, das war unsere Liebesgeschichte. Falls ihr irgendwie Fragen über unsere Beziehung habt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Da können wir nochmal so ein Video zu machen oder so. Oder ich beantworte sie einfach in den Kommentaren. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir wünschen euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!